Kommt die Krankenschwester? Anscheinend nicht. Ist es also Zeit, etwas Leckeres zu essen? Was? Woher hast du die Leckereien? Ohne sie wäre ich nicht ins Krankenhaus gegangen. Aber wer kommt da? Mama, wir müssen Schokolade verstecken. Aber wohin genau? Ich werfe sie in den Gips. So, so, so. Valentina, Sie brauchen Ruhe und Sie springen hier herum. Was verstecken Sie da unter Ihrer Decke? Also, was macht Schokolade über der Lippe? Mach auf! Ah, das ist es. Tina, wir dürfen keine Süßigkeiten im Krankenhaus haben. Ich nehme alles mit. Warten Sie bitte nicht. Lassen Sie wenigstens nur eine Leckerei. Keine einzige Süßigkeit. Obwohl, ich habe einen versteckten Twix, den die Krankenschwester nicht gefunden hat. Wir werden ihn jetzt bewerten. Riecht köstlich. Genau das hat mir gefehlt. Aber mehr habe ich nicht. Dieses Problem muss irgendwie gelöst werden. Ich weiß sogar wie. Ich werde meinem Bruder eine Nachricht senden, dass ich süße Hilfe brauche. So, wer hat mir geschrieben? Oh, das ist meine Schwester aus dem Krankenhaus. Wow, sie ist ohne Süßigkeiten. Was für ein Horror, ich muss ihr dringend helfen. Jetzt werde ich alle Lieblingsleckereien der Schwester sammeln und wir können ins Krankenhaus gehen. Wenn mich die Krankenschwester nur reinlässt. Wir müssen es versuchen, einfach da durchzukommen. Vielleicht wird sie es nicht bemerken. Hey, was ist da los? Man darf hier nicht mehr in Süßigkeiten rein. Na gut. Oh, guten Tag. Sie haben mir eine geniale Idee gegeben, Fräulein. Im Ernst? Will sie sie nicht einmal anschauen? Und dabei hat sie sie reingelassen. Alles klar, wir müssen sofort schwanger werden. Aber da ich ein Junge bin, kann ich nur mit Leckereien unter einem Hude schwanger werden. Damit man mir sicherlich glaubt, muss ich eine Perücke anziehen. Blond steht mir, oder? Haha, bisschen Lippenstift. Großartig. Es bleibt übrig, den Rucksack unter mein Sweatshirt zu stecken und wir können zu deiner Schwester los. Fertig. Ich bin bereit. Wow, es ist schon die zweite Schwangere in einer Stunde. Darf ich ihren Bauch hören, Fräulein? Nein, ich bekomme mein Baby. Ich muss dringend zum Arzt. Aber bitte nicht in meiner Schicht. Kommen Sie rein. Wie schwer es ist, mit so einem Bauch rumzulaufen. Oh, Tina, hallo, ich komme zu dir. Was, erkennst du mich nicht wieder? Kennen wir uns wirklich? Ja, also hatte ich einen großartigen Plan. Ich bin's, dein Bruder Oscar. Erkennst du mich? Cool. Ich habe dir Leckereien im Bauch mitgebracht. Leg los. Ich bin Tinas einzige Nachbarin. Bitte teil's mit mir. Ich will auch was Leckeres. Was ist los mit dir, Julie? Sie will auch etwas Leckeres. Natürlich werden wir es mit dir teilen. Du kannst es essen, Naschkatze. Kannst du es mir direkt in den Mund legen? Und wer kommt da mit Leckereien? Nun gib's zurück und du kannst weitergehen. Komm schon, geh weg von hier. Mensch, wen habt ihr uns mitgebracht? Was ist mit dem passiert? Ein Zug hat mich überfahren, ein Elefant hat sich an mir herumgetrieben. Oh, das war's. Mensch, er muss dringend in Operationssaal. So jung, aber schon so viele Probleme. Schrecklich. Und Süßigkeiten bitte zurückgeben. Wer kommt als nächstes? Was für ein Tag. Was? Das ist mein Bruder Oscar. Was ist mit ihm passiert? Sagt mir, lebt er? Es tut mir leid, aber befindet sich in einem Zuckerkoma. Wie kommt das? Zuckerkoma? Man könnte sich etwas Interessanteres einfallen lassen. Tina, ich habe dir Leckereien mitgebracht. Das war ein Scherz, aber sonst hätten sie mich nicht reingelassen. Lass uns gemeinsam essen. Und gib mir bitte auch was. Ich bin hier. Es war ein Prank auf höchstem Niveau. Das ist sicher, Bruder. Fang, Julie. Oh, es tut mir leid. Hier hat Julie die Süßigkeiten wirklich in den Kopf geschlagen bekommen. Wie lange denn noch? Ich habe schon gesagt, dass du keine Süßigkeiten mitnehmen darfst. Gib's her. Oh, ich bin so cool. Ich nehme den Kindern Süßigkeiten weg. Davon habe ich immer geträumt. Wer ist denn das alles nach der Arbeit? Mir steht die Krankenschwesterbekleidung so gut. Ich habe immer davon geträumt, hier zu arbeiten. Oh, sie ist also eine Krankenschwester. Dann habe ich einen coolen Plan, wie man Süßigkeiten mitbringt. Ich werde auch so tun, als wäre ich eine Krankenschwester. Also, ich meine Krankenpfleger. Vergessen wir das gemeine Gesicht nicht. Tut mir leid, Kumpel, aber das darfst du nicht mitnehmen. Ich habe keine Kräfte mehr. Wer bist du denn noch? Ein neuer Krankenpfleger? Habe ich einen Nachfolger? Okay, dann gehe ich zum Mittagessen, aber ich behalte dich im Auge, Neuer. Nun ist sie in dich weg und ich brauche dringend diese Kiste mit Leckereien. Wir bringen jetzt meiner Schwester. Meine Gummibärchenwürmer. Wie lecker. Wer isst hier Süßigkeiten? Tina, wieder zum Alten? Ich habe alle
alles gesehen, also habe ich noch mehr Süßigkeiten mitgebracht. Hallo, Schwesterchen. Bruder, bist du es wirklich? Komm her, ich habe Hunger. Und ich auch. Und ich, vergesst mich nicht, ich bin hier auch ohne Süßigkeiten. Hey, Oscar, du hast vergessen, Julie Hallo zu sagen. Hallo, Julie. Wir essen hier Leckereien. Wie geht's dir? Hallo, Partner. Ich wusste, dass solche hübschen Männer in diesem Krankenhaus nicht arbeiten können. Komm schon, verschwinde von hier, damit ich dich nie wieder sehe. Oh, was für ein Kopfweh. Schrecklich. Oh, sie ist wieder hier. Wie kann ich die Süßigkeiten mitnehmen? Genau, ein guter Grund, eine Rolle eines Arztes zu versuchen. Ich habe gerade noch keinen Beruf gewählt, also es ist ein Versuch wert, um Arzt zu sein. Ein weißer Kittel? Sicherlich. Eine Brille für ein intelligentes Aussehen und ein Anstecker. Ein Koffer mit Süßigkeiten und wir können gehen. Oh, guten Tag, Doktor. Ich brauche Ihre Hilfe. Mein Kopf furchtbar weh. Fassen Sie sich hier an. Autsch! Geben Sie mir eine Pille gegen Schmerzen. Oh, no! Ihnen geht's doch gut. Was? Möchten Sie eine Tablette? Okay, lassen Sie uns etwas suchen. Obwohl ich hier einige Süßigkeiten habe. Was kann als eine Pille passen? Vielleicht das? Genau, Skittles passt. Hier, hier. Oh, danke, Doktor. Sie hat geglaubt. Wir müssen gehen. Hey, warum ist die Pille so süß und erinnert an Skittles? Das ist wirklich Skittles. Ups. Was? Im Ernst? Warten Sie, ich hau ab. Oh, der Kopf tut immer noch weh. Keine Süßigkeiten. Hey, schläft sie? Ich muss so tun, als wäre ich alt, dann klappt's sicher. Sehe ich gut aus? Gut gemacht. Los geht's. Wer ist hier? Mensch, warum machen die so viel Lärm? Wer bist du? Hey. Wir müssen euch auf Süßigkeiten überprüfen. Oh, genau. Es ist ja Donnerstag für ältere Leute. Natürlich, Herr. Fahren Sie zum Arzt. Er wartet schon auf Sie. Vielen Dank, Töchterchen. Okay, also, was ist das noch auf dem Boden? Kommt das vom Opa? Alles klar. Bringt die Krankenschwester mit. Stehen bleiben. Habt ihr Süßigkeiten dabei? Sie wurden mir reingesteckt. Sofort raus aus meiner Abteilung. Ich bin schon weg. Bin weg. Ich helfe dir. Du kannst sogar laufen. Wie viele Süßigkeiten sind dabei? Raus. Ja, heute ist ein schwieriger Tag. Mensch, was für ein helles Licht. Woher kommt es? Hallo, Baby. Ich muss meine Schwester besuchen. Ich bin von meiner Tournee zurückgekommen. Lässt du mich durch? Wow, wie cool. Danke für das Lied. Was? Ich? Singen? Ich bin doch nur eine normale Krankenschwester. Wie soll ich singen? Versuch es. Gut. La, 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 la. Wie war's? Hat sie gefallen? Das war das Beste, was ich gehört habe. Mit deinem Gesang hast du sicher eine Rose verdient. Darf ich zu meiner Schwester? Ich hoffe, dass ich dich bei meinem Konzert sehe, Baby. Okay, ruf mich an. Bye. Dieser blöde Gips macht mich fertig. Was ist das für ein Clown? Ich bin ein großartiger Künstler und dein geliebter Bruder Oscar. Ich konnte dir dank meinen genialen Ideen wieder Süßigkeiten bringen. Wieso lachst du? Okay, ist das lustig? Leg los, Schwesterchen. Hurra, Leckereien. Ich will ein bisschen von allem. Obwohl, nein, alles und jede Menge. Haltes Schätzchen. Und ich werde euch jetzt meinen letzten Hit über die Leckereien singen. Tina, singt mit. Oh ja, la, 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 la. Und jetzt kommt dein Teil. Und du, Freund, sing mit. Oh ja, sie fühlt die Musik gut. Und jetzt alle zusammen. Los, los. Süßigkeiten, meine Süßigkeiten. Wow, yo. Lass mich bitte durch. Und wie lange kannst du schon mit Süßigkeiten kommen? Wir haben überall Zeichen, dass es verboten ist. Gib's zurück. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Oh, ich habe schon eine Idee. Ich werde so tun, als wäre mein Arm gebrochen. Tatsächlich werden Süßigkeiten im künstlichen Arm sein. Das ist genial. Ich werde definitiv nicht erwischt. Wir werden es gleich überprüfen. Oh, mein Arm, mein Arm. Stehen bleiben, sei ehrlich. Bringst du Süßigkeiten mit? Vielleicht hier? Oh Mensch, es tut mir leid. Kommen Sie natürlich rein. Danke. Oscar, was ist passiert? Mein Arm, er tut weh. Ich glaube, ich habe ihn gebrochen. Ich fühle ihn überhaupt nicht mehr. Oh, es tut mir leid. Warum liegst du hier so breit? Wisst ihr was? Ich habe eine Überraschung für euch. Es war ein Scherz. Mir geht's gut. Ich habe nur Süßigkeiten im Gips mitgenommen. Ich weiß, dass ich ein Genie bin. Gib mir schnell Süßigkeiten. Und mir, meine geliebten Skittles.
Hurra, ich habe auch was bekommen. Voller Genuss. Reißt euch zusammen, wir fangen gleich an. Na, was haben wir denn da? Oh, ein Salat. Na, sind alle bereit? Gleich werden wir herausfinden, wer von unseren Teilnehmern dieses Gericht am besten kochen kann. Der Professor beginnt. Was macht er denn da? Er kippt Erde in den Blumentopf. Was ist das denn? Magische Samen? Na, mal sehen, was daraus wächst. Oh, er hat so viele reingepackt, das wird langsam gruselig. Und jetzt gießt er etwas Wasser darüber. Aber er hat wohl zu viele Samen reingesteckt und zu viel Wasser reingefügt. Oh, das mache ich gleich wieder gut. Ich brauche nur ein Küchentuch. Jetzt ist alles in Ordnung. Was ist denn hier los? Wow, das ist ja frischer Salat. Unglaublich. Der Professor ist bereit, den Salat zu ernten. Er schneidet ihn einfach ab und legt ihn auf den Teller. Jetzt braucht er ein Stück Baguette und ein paar Leckerschmecker Bohnen aus der Dose. So in etwa. Was ist das denn für ein Dinosaurier, Professor? Oh, was für eine Arbeit. Was sagt denn wohl die Schwester dazu? Hey, du brauchst das Gemüse doch für den Salat. Na also, das machst du gut so. Jetzt schneidet sie das Gemüse in Scheiben, legt das Salatblatt hin, Paprika. Oh, das ist ja ein richtig niedliches Bild. Ich glaube, das müsste Rosi gefallen. Aber macht euch bereit, das Gericht des Kochs zu sehen. Die ist eindeutig nicht in der Stimmung für Witze. Sie braucht ein bisschen weiße Soße. Die schmiert sie vorsichtig auf den Teller. Jetzt zwei Scheiben Brot. Die kommen in den Mixer. Ist das dein Ernst? Ganz schön ungewöhnlich. Und was macht sie weiter? Die entstandenen Krümel kommen auf den Teller. Und jetzt schneidet sie das Gemüse in dünne Scheiben. Das sieht ja ganz schön elegant aus. Oh, dieses Radieschen sieht ja schon ganz schön appetitlich aus. Unglaublich. Schaut euch diese Schönheit an. Tja, die Chefköchin ist nun mal ein echter Profi. Sieht so aus, als wäre das Gericht fertig. Was haben wir denn da? Oh, was für ein ungewöhnlicher Salat. Probieren wir mal. Voll der leckere Schokosaurier. Und was ist das? Ich hasse Bohnen. Ekelhaft. What? Und jetzt probieren wir diesen Salat. Was für lustige Augen. Und außerdem schmecken die richtig lecker. Jetzt mache ich mich an den dritten Salat. Ich hoffe, der wird mir gefallen. Schmeckt ja gar nicht. Voll ätzend. Das hat mir auch nicht gefallen. Dieser Salat hat gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Ich bin die beste Köchin aller Zeiten. Professor, es ist gerade nicht die Zeit für neue Experimente. In dieser Runde sollt ihr einen Milkshake machen. Magst du Milkshakes? Was ist dein Lieblingsgeschmack? Schreib uns das in die Kommentare. Und vielleicht machen wir beim nächsten Mal deinen Lieblingsmilkshake. Der Professor kann es kaum erwarten, mit dem Kochen anzufangen. Das sieht aber gerade nach Chemieunterricht aus. Unser Professor ist ganz schön gut darin, ungewöhnliche Flüssigkeiten zu vermischen. Jetzt fügt er seine geheime Zutat hinzu. Oh, schaut euch diese Bläschen an. Sieht aus, als wäre das Getränk fertig. Rosi hat sich zwar einen Milkshake gewünscht, aber das sieht zumindest originell aus. Sieht so aus, als hätte die Schwester Lust auf eine Dose Limonade. Aber die scheint gar nicht so einfach zu öffnen zu sein. Ich muss einfach mal gut schütteln. Keine schlechte Idee, oder? Nein, das war es nicht. Jetzt bist du klatschnass. Das ist ja ganz schön peinlich. Da
Ist zwar schade, aber noch so ein bisschen Limo hat sie ja übrig. Wenn es auch nur ein ganz kleines bisschen ist. Oh, schaut euch diese Kugeln an. Jetzt wird's Zeit für Schlagsahne. Sieht ganz schön appetitlich aus. Goldbeeren, genau das, was wir brauchen. Sieht gut aus. Und was wird wohl die Chefköchin machen? Na, dann zeig uns doch mal, wie das Profis machen. Aha, für dieses Rezept brauchen wir wohl einen Kühlschrank. Und jetzt ein bisschen abwarten. Die Schwester hingegen ist schon fast fertig. Hier kommen nur noch ein paar Lutscher rein. Es ist genug Zeit vergangen. Und wir holen die Eiskugel raus. Soweit nichts Besonderes. Eine ganz einfache Eiskugel. Und was passiert jetzt? Sie macht ein Loch und lässt alle Flüssigkeit rausfließen. Jetzt öffnen wir eine Dose Cola und füllen sie in eine Spritze. Was wird wohl jetzt passieren? Wow, das sieht ja cool aus. Dieses Rezept mag vielleicht unglaublich kompliziert sein, aber ich bin mir sicher, es ist es wert. Unglaublich. Dieser Cocktail fällt doch gleich auseinander, oder? Genau das ist passiert. Zu schade, Rosi. Jetzt musst du wohl aus zwei Kandidaten einen wählen. Wow, das ist ja ein lustiger Rauch. Ist das auch trinkbar? Oh ja, schmeckt einfach köstlich. Ich liebe es. Und jetzt probiere ich das hier. Oh, das schmeckt einfach furchtbar. Wir haben einen Gewinner. Na endlich, ein verdienter Sieg, ja. Unsere Teilnehmer haben sich in den vergangenen Runden ganz schön gut geschlagen. Aber ob sie bereit sind für das Nächste, was sie erwartet? Oh ja, ihr habt's richtig verstanden. Diesmal wünscht sich Rosi einen Lebkuchenmann. Sowas hat noch niemand jemals gemacht, aber unsere Teilnehmer haben das Talent und den Mut. Also werden sie was probieren. Die Chefköchin macht sich gleich an die Sache. Was für ein appetitlicher Honig. Der kommt in einen Topf. Und weiter? Aha, etwas Mehl und Zimt. Das kommt alles zum Honig. Oh, bei dem Anblick läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Jetzt kommt etwas Butter rein und alles schön umrühren. Es ist schon ganz schön schwer, mit einem Meister wie dieser Chefköchin zu konkurrieren. Ah, die Schwester will das besser machen. Aber sei vorsichtig, du willst doch keinen blauen Fleck bekommen. Jetzt brauchen wir genug Mehl. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Hey, du solltest dich auf jeden Fall konzentrieren. In der Zwischenzeit fängt die Chefköchin an, ihren Teig schön durchzumixen. Und schon sieht es einfach perfekt aus. Jetzt wird es zugedeckt und richtig gut ausgerollt. Ein bisschen abwarten. Das war's, der Teig ist fertig. Jetzt wird's Zeit, die richtigen Formen zu benutzen. Oh, was für ein süßer Lebkuchenmann. Aber die macht mehr als nur einen Lebkuchenmann. Sie baut ihm auch noch ein Lebkuchenhaus. Das alles kommt jetzt in den Ofen. Was macht denn der Professor da? Oh je, deine Experimente können manchmal ganz schön gefährlich sein, Professor. Aber schließlich machst du es ja für die Wissenschaft. Und für einen guten, leckeren Lebkuchen. Du fängst also mit einem Zirkel an. Und was kommt jetzt? Ein Lineal. Na, das sieht doch schon mal gut aus, Professor. Jetzt müssen wir diese Figur nur noch ausschneiden. Und dafür benutzt du einen Spatel. So in etwa. Die geometrischen Figuren des Professors kommen jetzt auch in den Ofen. Jetzt müssen beide, der Professor und die Chefköchin, warten. Oh, was ist das denn? Schwesterherz, was machst du denn da? Bist du dir sicher, dass du so viel Kraft dafür brauchst? Zumindest hast du gute, gleichmäßige Teigstücke bekommen. Und jetzt wird's Zeit für Lebensmittelfarben. Oh, die sehen ja schön aus. Oh, mit dem letzten Stück hast du wohl ein paar Probleme, oder?
doch sicher noch was drin sein. Ups, jetzt hast du es aber eindeutig übertrieben. Professor, ich sehe nichts. Ach, der arme Professor, jetzt ist er tatsächlich in Ohnmacht gefallen. Ups, dem scheint es ja noch gut zu gehen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Rote Lebensmittelfarbe. Oh ja, jetzt wird's Zeit, dass ich meine Teigstücke schön ausrolle. Ich mache Würstchen daraus. Und dann verbinde ich sie alle zu einer großen Schnecke. Allerhand, da kommen noch ein paar süße Streusel obendrauf. Und ab in den Ofen. Oh ja, der Lebkuchen der Chefköchin ist bereits gebacken. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Creme und stellen alle Details zusammen. Oh, schaut euch dieses Lebkuchenhaus an. Das ist ja fast zu schade, es zu essen. Hier kommt noch etwas Dekoration drauf. Wie wär's dann mit ein paar bunten Skittles-Bonbons? Und hier kommt der kleine Lebkuchenmann persönlich. Ich glaube, er wird glücklich sein, in so einem schicken Haus zu wohnen. Obendrauf kommt noch etwas Puderzucker. Oh, sieht aus wie Schnee. Wow! Professor, was hast du vor? Essbarer Kleber? Wahnsinn. Ah, der scheint wohl eine Rakete zusammenzubauen. Unglaublich. Na, alle Gerichte sind bereit. Jetzt wird's Zeit, dass wir sie probieren. Oh, wow. Ein kleiner Lebkuchenmann mit einem Lebkuchenhaus. Wie im Märchen. Schmeckt super. Oh. Da bist du ja, mein kleiner Lebkuchenmann. Wow, unglaublich. Das ist ja eine Rakete. Ups. Die ist auseinandergefallen. Und was haben wir da? Oh, was für ein schöner Lebkuchen. Schmeckt nicht schlecht. Aber jetzt lassen wir den Lebkuchenmann entscheiden, wer gewinnt. Das nicht. Die Rakete? Auch nicht. Vielleicht das Lebkuchenhaus? Ja, genau. Das gefällt mir am meisten. Wir haben einen Gewinner. Ach, wer hätte denn daran zweifeln können? Oh, was für ein cooles Ding. Komm schon, beruhig dich. Ich wünsche mir einen Donut in dieser Runde. Das werde ich schaffen. Alles klar. Oh, meine Kleine. Ich liebe es, Donuts zu machen. Ich gebe einfach den Teig in dieses Waffeleisen. Oh, sogar ich schaffe das. Aber meine Donuts werden schön bunt sein. Cool. Oh, du bist ja niedlich. Das ist zu viel für mich. Meine Donuts werden natürlich schwarz sein. Und zu schwarz passt am besten rot, also wird mein Zuckerguss auch rot sein. Und darüber kommt noch etwas weiß, damit es besser schmeckt. Hey, eiskaltes Händchen, komm mal her. Du musst mir helfen. Bring mir bitte einen Teller. Okay, jetzt reicht's. Da kommt jetzt dieser Erdbeersirup rein. Damit fülle ich jetzt diese Spritze. Wozu, werdet ihr gleich sehen. Hey, Oma, gefällt dir das? Ach du meine Güte. Oma, bitte beruhig dich. Komm schon, das ist doch einfach nur Sirup. Hansel, du hast die Oma erschrocken. Aber ich gebe mir doch die Mühe für deine Enkelin. Ich bin mir sicher, das wird ihr gefallen. Also ich würde von solchen Donuts sicher in Ohnmacht fallen. Yummy. Ich zeig dir gleich, wie man richtige Donuts macht. Also niemand braucht schwarze Donuts, erstens. Zweitens, Donuts muss man immer mit Puderzucker bedecken. Awesome. Das sieht schön aus. Oh. Meine Donuts sind auch schon fertig. Die machen einem gute Laune. Aber damit die noch bunter aussehen, brauche ich noch ein paar bunte Streusel. Na komm schon, blöde Dose. Wieso kann ich dich nicht öffnen? Ach du meine Güte.
Das ist ja richtig lustig. Hauptsache, dass sie auf meinen Donuts gelandet sind. Such dir eine Gewinnerin aus. Oh Mann. Wednesday, das ist ja wirklich typisch, du. Die sehen gruselig aus, aber schmecken richtig lecker. Und was ist da drin? Das ist ja Erdbeersirup, toll. Und jetzt probiere ich die Donuts von der Oma. Ganz schön langweilig, würde ich sagen. Die sehen ja schön aus. Richtig schön bunt. Und die schmecken toll. Also diesmal haben diese bunten Donuts gewonnen. Oh, danke schön, ich liebe dich. Wednesday, wieso machst du das die ganze Zeit? In dieser Runde wünsche ich mir einen Cocktail, der soll lecker sein. Okay. Das werde ich schaffen. Kein Problem. Können wir schaffen? Mein Plan ist es, einen Cocktail aus dem zu machen, was meine Schwester am liebsten mag. Dafür gebe ich diese Toxic Waste Bonbons in ein paar Formen und schmelze sie. Fertig. Na los. Mal sehen. Ja, genau das, was ich wollte. Jetzt kommen da ein paar bunte Skittles rein. Aber zuerst muss ich sie nach Farben sortieren. Probieren wir mal ein paar Stück. Oh ja, ich liebe die. Jetzt kommen die in meine Tassen. Und jetzt wird's Zeit für etwas Sprite. Mann, wie soll ich diese Dose bloß öffnen? Bingo. Moment, ich habe eine Idee. Ich benutze einfach meine Haarspange. Oh nein! Jetzt bin ich nass und klebrig. Mir geht's gut. Ich habe bloß gerade in Sprite geduscht. Wie auch immer. Der Sprite kommt in die Becher und oben drüber noch ein bisschen Schlagsahne und noch ein paar Bonbons. Und noch mehr Bonbons. Ja, das hast du gut gemacht. Aber dein Cocktail ist so ungesund. Meine kleine Enkelin braucht natürlich Vitamine, deshalb mache ich ihr einen Gemüseshake. Das Gemüse kommt in den Mixer und jetzt alles schön durchmixen. Ah, riecht wunderbar. Ich bin mir sicher, Margot wird es lieben. Das bezweifle ich. Ich werde meinen Cocktail mit Erdbeersirup beginnen. Damit dekoriere ich nämlich das Glas. Jetzt kommt da etwas Sprite rein. Danach etwas grüner Sirup. Eiskaltes Hähnchen, ich brauche deine Hilfe. Bring mir bitte die Schlagsahne. Irgendwann werde ich das Ding zerquetschen. Hey, du hast meine Schlagsahne gestohlen. Ich beobachte dich. Vielen Dank. Du hast alles gut gemacht. Jetzt kommt da noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf und ein Glotzer. Unheimlich vergessen. Bitte sehr. Oh, Wednesday. Typisch Wednesday. Okay. Schmeckt aber richtig gut. Und der Glotzer. Die beste Krönung. Oh. Oma, ist das wieder was Gesundes? Probieren wir mal. Igitt, ich hasse Gemüse. Gefällt mir gar nicht. Ui, meine Schwester hat sich aber was überlegt. Probieren wir mal. Mann, schmeckt ja super. Du hast schon wieder gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Diesmal wünsche ich mir köstliche Nudeln. Okay. Ich habe da schon ein paar Gedanken. Oma, hör auf zu schlafen. Es ist Zeit zu kochen. Nudeln, alles klar. Es gibt wirklich nichts Einfaches, als Spaghetti zu machen. Wisst ihr, wie ich die Wassertemperatur überprüfen werde? Eiskaltes Händchen, hilf mir mal. Sei so lieb, sag mir, ob das Wasser schon kocht. Okay, das Wasser ist gut genug. Ich will meine Spaghetti selber machen. Also fange ich mit Mehl an. Atzi. Oh Mann, jetzt bin ich auch voller Mehl. Tut mir leid, Oma, wollte ich nicht. So, jetzt mache ich den Teig. Ins Mehl kommt jetzt ein Ei. Oh mein. Etwa so. Mein Teig sieht gut aus. Jetzt mache ich Kügelchen daraus.
Färbe sie mit Lebensmittelfarbe. Jetzt muss ich den Teig durch eine spezielle Maschine geben und in Spaghettiform ausschneiden. Meine bunten Nudeln sind fast fertig. Das Wichtigste beim Kochen ist natürlich, alles mit Liebe zu machen. Oh, ich sehe nichts wegen diesem Dampf. Oma, du hast vergessen, den Ketchup zu öffnen. Oh nein, jetzt bin ich selber voller Ketchup. Oh mein Gott. Wednesday, ich bin mir sicher, dass du diesen Anblick ja gewohnt bist. Ach, danke für die Serviette. Also, der Ketchup kommt jetzt auf die Nudeln. Ich bin fertig. Oma, gut gemacht. Oh, das sieht ja langweilig aus. Ich sollte meine Spaghettis noch irgendwie interessanter machen. Eiskaltes Hähnchen. Die Oma hat mich auf eine interessante Idee gebracht. Warum nicht den Ketchup als Blut benutzen? Und das Auge krönt die Sache. Das sieht so gruselig aus, als würde ich nicht essen. Meine bunten Nudeln sind auch fertig. Die werden niemanden erschrecken. Wednesday, willst du mich schon wieder erschrecken? Nee, deine Nudeln gefallen mir nicht. Probieren wir mal die klassische Variante von der Oma. Schmeckt gut. Na, hab ich doch gewusst. Oh mein. Oh wow, was für bunte Nudeln. Die muss ich sofort probieren. Eindeutig, die haben gewonnen. Schwesterchen, du bist die allerbeste. Oh, Wednesday, ich hab ja ganz vergessen. Ich hab extra eine Haarspange für dich. Ich hasse solche Haarspangen. Oh. Diesmal wünsche ich mir einen Cäsarsalat. Ganz einfach. Oh, Salate mache ich gerne. Probieren wir es mal. Beim Cäsar geht es natürlich um den Kohl. Und ums Hähnchen. Und um den Zwieback. Ach, den sollte ich nicht essen. Ach ja, den Käse nicht vergessen. Ich bin mir sicher, Margot wird das gefallen. Ich mache meiner Schwester ein Frühlingsgeschenk. Ist zwar kein Cäsar, aber ich hoffe, es wird ihr trotzdem gefallen. Wednesday, schau dir diese tolle Idee an. Finde ich gar nicht cool. Ich habe eine viel, viel bessere Idee. Ich packe meinen Salat einfach in eine Paprikaschote. Und aus den Oliven mache ich ein paar Augen. Und schon habe ich einen kleinen Frosch. Mal sehen, was ihr gemacht habt. Oh, Schwesterherz, was für nette kleine Blümchen. Schmeckt aber nicht. Oh, die Oma hat mir einen Cäsarsalat gemacht. Genau so einen wollte ich. Wednesday, sind das etwa Oliven? Ich kann die nicht ausstehen. Geht. Oma, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Yeah, habe ich doch gewusst. Aua, das hat wehgetan. Ich glaube, gleich kriegen wir so richtig was zu essen. Oh, eine ganze Dose Skittles. Können wir schon anfangen? Schauen wir uns erstmal die Karten an. Oh Mann, ich muss die langsamste sein. Und ich bin die schnellste. Ich habe mittlere Geschwindigkeit. Ist okay. Okay. Lasst uns keine Zeit verlieren. Ich fange gleich an. Das ist sogar für mich zu schnell. Ich hab's. So schaffe ich die Skittles in Sekundenschnelle. Aber zuerst muss ich sie nach Farben sortieren. Großartig, das sieht voll toll aus. Schaut, das ist meine Idee. Ich liebe es. Der Strohhalm macht die Sache viel schneller. Wow, meine Zunge ist ganz gelb. Wie cool. Ist egal, ich habe noch andere Farben. Zeig mal. Oh, voll cool. Deine Zunge ist grün. Ich glaube, am Ende ist sie dann lila. Haha, deine Zunge ist bunt. Wenn du fertig bist, dann mache ich weiter. Oh Mann, ich hätte die Dinger nicht hochwerfen sollen. Komm, ich kann dir helfen. Mach deinen Mund auf. Ich treffe mit den Skittles. Jennifer, du triffst ja gar nicht. Alle Süßigkeiten gehen daneben. Ach komm schon, dafür macht's Spaß. Ich würde mich auch gerne amüsieren, aber ich muss noch essen.
What? Die Bonbons sind alle. No. Tut mir leid. Oh Mann, ich habe nichts davon probiert. Ich habe noch alles vor mir. Das ist erst mein erstes Bonbon. Mia, bitte, ich flehe dich an, mach schneller. Sonst werden wir noch alt hier. Ich weiß, ich muss dir helfen. Alles klar. Ich werde dir auch helfen. Schließlich sind wir ein echtes Team. Ich habe euch gar nicht gebeten, mir zu helfen. Das sind meine Bonbons. Kate, beeil dich. Mia will unsere Strohhalme durchschneiden. Das war's. Ich kann nicht zulassen, dass ihr mir meines Kittels stehlt. Oh nein, es ist zu spät. Ich würde sagen, es ist Zeit für eine neue Runde. Und was erwartet uns diesmal? Nutella, was für eine tolle Überraschung. Schnell, nehmt euch eure Karten. Oh Mann, ich hab's nicht besonders eilig. Mal sehen, was ich habe. Cool, ich darf schnellste sein. Und ich habe mittleres Tempo. Okay. Loser. Heute bin ich der Glückspilz. Arme Kate, die wird eine harte Zeit haben. Das wird sie schon schaffen. Übrigens, ich habe bereits angefangen. Aber diese Packung hier... Ah, ich muss sie einfach durchstechen. Hurra, ich liebe es, scharfe Nägel zu haben. Ich liebe den Geschmack von Nutella. Wenn ich dich so ansehe, Mia, kriege ich auch Appetit. Na, da kann man ja nicht gleichgültig bleiben. Ich muss mein Tempo erhöhen. Das sieht nicht gerade toll aus. Ist mir egal. Hauptsache, es gefällt mir. Ich habe noch nie so viel Nutella auf einmal gegessen. Ein wahres Paradies. Gross. Jennifer, deine Hände sind voller Nutella. Ist mir egal. Du bist ja richtig schmutzig. Ich kann das gar nicht ansehen. Dann schau doch nicht hin. Hör auf, mich abzulenken, Jennifer. Siehst du? Ich bin beschäftigt. Ich muss mein Glas öffnen. Das ist gar nicht so einfach. Oh, wow, ich habe noch so viel Nutella an meinen Händen. Jetzt muss ich noch alles ablecken. Das Glas ist bereits leer. Wie schade. Aber auf meinen Händen ist noch was übrig. Ich hoffe, das ist bald vorbei. Okay, jetzt bist du dran. Na endlich, ich habe so lange drauf gewartet. Ich kann es kaum erwarten, meine Schokolade zu probieren. Wenn du willst, kannst du auch mit mir teilen. Auf keinen Fall. Du hast deine Portion bereits gegessen. Jetzt bin ich dran. Oh, toll. Die fließt mir direkt in den Mund. Ich brauche noch nicht einmal einen Löffel. Willst du vielleicht doch noch mit mir teilen? Willst du? Okay, dann muss ich wohl meinen Ersatzplan benutzen. Haha, sie hat es nicht gemerkt. What? Wieso kommt da nichts? Seltsam. Okay. Boah, bist du naiv. Du hast gar nichts verstanden. Das ist meine Chance. Awesome. Oh Mann, hier kommt schon wieder nichts. Ich muss mich konzentrieren. Lecker. Alles klar. Mia nimmt mir alles weg. Na gut, ich muss es einfach noch einmal probieren. Ich auch. Aua, das tut weh. Ich hab dich längst durchschaut, Mia. Du hast das bekommen, was du verdient hast. Ich bin fertig mit meiner Nutella. Also bin ich jetzt übrig. Ich muss mich ja nicht beeilen. Ich hab Zeit. Meine Geduld platzt gleich. Danke, dass du mir geholfen hast. Sei nicht nervös, entspann dich. Ich schaff das alleine. Ich befürchte nicht, lass dir helfen. Das war's, komm schon, iss endlich. Das ist so nett von dir. Du bist eine echte Freundin. Dank dir kann ich endlich was probieren. Soll ich für dich den Job übernehmen? Auf keinen Fall, das schaffe ich alleine. Jennifer, wach auf. Ich kann nicht mehr länger hier sitzen. Ich hab's fast geschafft. Na, wie läuft's, Kate?
Wie hast du deine Nutella probiert? Das war köstlich. Danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Und wo ist unser Essen? Oh, wow, es gibt Eiscreme. Yummy! Richtig große Eimer, cool. Ich kann es kaum erwarten, unsere Karten zu ziehen. Oh Mann, ich bin die Langsamste. Und ich kann Gas geben. Ich krieg Durchschnittsgeschwindigkeit. Dann lasst uns mal anfangen. Jennifer, könntest du dich ein bisschen beeilen, bitte? Ich brauche den Löffel auch. Ja, gib mir etwas Zeit. Was machst du da, Mia? Tut mir leid, ich habe keine Zeit zu warten. Ich will das Eis essen, bevor es schmilzt. Ich krieg's nicht raus. Ach, großartig. Ich hab's endlich geschafft. Das sieht aus wie ein riesiges Eis am Stiel. Was ist mit dir los, Mia? Nichts mehr, geht's gut? Mir ist bloß ein bisschen kalt. Oh Mann, du bist hier eingefroren. Tatsächlich? Sie hätte nicht so viel Eis auf einmal essen müssen. Was hast du vor, Jennifer? Willst du wirklich den Gasbrenner benutzen? Das ist doch gefährlich. Ich würde lieber den Föhn benutzen. Come on! Ich kann mich wieder bewegen. Vielen Dank, Kate. Herzlichen Dank. Also, braucht ihr meinen Gasbrenner nicht mehr? Nein, den brauchen wir nicht mehr. Pack ihn weg. Na, endlich ist alles vorbei. Kann ich jetzt auch mal Eis probieren? Ich habe bereits einen tollen Plan. Ich mache mir eine riesige Eistüte. Das wird sicher schön. Wow! Großartig. Ich habe selbst nicht erwartet, dass das so gut sein würde. Wow! Unglaublich. Das ist ja ein Rieseneis. Lass mich auch was probieren. Nein, das Ding gehört mir. Aua, das hat wehgetan. Geschieht ja zurecht. Oh, das würde ich gerne probieren. Tut mir leid, Mia, aber diese Eistüte gehört mir alleine. Ist das köstlich? Ich liebe es. Und vor allem schmeckt das von jeder Seite gut. Oh, das bezweifle ich nicht. Oh nein, bloß nicht das. Das Ding fällt. Wie traurig. Mach dir nichts draus, Kate. Okay, jetzt bin ich dran. Oh nein, mein Eis ist geschmolzen. Wie denn das? Aber ich könnte es jetzt trinken. Pass bloß auf, Jennifer. Keine Sorge. Ich werde versuchen, niemanden zu bespritzen. Sie ist ja ganz nass geworden. Aber dafür war das köstlich. Wow! Nur ein Keks? Das ist voll wenig. Aber wenigstens besser als gar nichts. Sieht so aus, als wäre jemand richtig hungrig. Aua, sei doch vorsichtig. Du hast mir direkt auf die Stirn getroffen. Ich werde es wieder tun, wenn du mir in die Quere kommst. Bingo! Oh, ich habe mir was einfallen lassen. Pass mal auf. Ich habe Angst. Leg die Säge weg. Entspann dich. Ich will doch nur meinen Fix schneiden. Vorsicht, die Krümel fliegen in unsere Richtung. Das war's. Ich bin fast fertig. Jetzt noch ein letzter Schnitt. Und nun kann ich meinen Schokoriegel genießen. Du hast doch schmutzig gemacht. Sieh dir das an. Oh, tut mir leid. Das war aus Versehen. Hauptsache, alles hat geklappt. Als hätte ich viel mehr Schokolade bekommen. Jedes Stück ist lecker. Super. Zu schade, dass mein Trick schon alle ist. Okay, jetzt bin ich also dran. Weg mit den Verpackungen. So ist besser. Das hast du ja toll gemacht. Dankeschön. Und jetzt kann ich gleich alles auf einmal aufessen. Ich liebe es, dass ich noch mehr Riegel habe. Ach so, ich habe eine Idee. Was willst du mit der Milch? Oh, mein Kopf. Wieso wirfst du die ganze Zeit Dinge nach mir? Sorry, aber ich mache mir gerade eine Schokomilch. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich bin mir sicher, dass mit der Schokomilch meine Twix noch besser schmecken werden. Och, was für eine tolle Kombination. Ich würde auch gerne was probieren. Ein anderes Mal.
Jetzt bin ich dran. Ich weiß auch schon, was man mit so viel Schokolade machen kann. Ich fange damit an, alle Verpackungen wegzupusten. Wow, wie hast du denn das gemacht? Fantastisch. Und jetzt beginnen wir den Bau meiner Festung. Ich brauche einen Spachtel und natürlich süße Nutella. Ich liebe es. Riecht super. Ich schmier die Nutella auf die Twix und baue daraus einen Turm. Seht ihr, die Nutella hält alles zusammen. Ich bin fast fertig. Fantastisch. Was für ein hoher Turm. Lass uns was davon probieren. Wieso wackelt mein Turm? Was macht ihr denn da? Der Turm wird doch umfallen. Das reicht. Bitte. Oh nein. Ups, das hätten wir wohl nicht tun sollen. Na wartet, ihr könnt noch was erleben. Tut mir leid, wir konnten uns nicht zurückhalten. Gut, dass ich einen Helm getragen habe. Wow, das sind ja Glotzer. Ich würde von meiner Portion nicht im Plural sprechen. Du hast nur ein Auge. Du hast die kleinste Portion bekommen. Na warte, hör auf, mich auszulachen. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Na warte, ich werde mich noch rächen. Mal sehen, wie dir mein Streich gefallen wird. Sieht ganz schön gruselig aus, nicht wahr? Hilf mir! Was ist denn hier passiert? Wo kommt das Auge her? Was für ein Albtraum! Macht voll alles, nicht wahr? Wieso habt ihr mit dem Auge nach mir geworfen? Ups. Ich glaube, mein Streich ist außer Kontrolle geraten. Ich ersticke, ich kann nicht atmen. Es wird Zeit für ein Frühstück. Ich liebe diese Schokokugeln. Ach du meine Güte, ein Auge! Gut, dass das nur ein Scherz war. Ich bin schon fast ausgeflippt. Das Auge ist übrigens richtig köstlich. So schade, dass ich nichts mehr habe. Dann bin ich jetzt dran. Ich hoffe, die Dinger werden mir auch gefallen. Oh ja, das ist köstlich. Ich liebe Fruchtgummi. Hey, Finger weg. Das ist meine Portion. Alle 100 Augen gehören mir. Die sind so schön weich und süß. Super. Genau so mag ich sie. Gib uns vielleicht was ab. Du hast so viel. Gib uns bitte ein einziges Auge. Tut mir leid, aber ich habe nichts mehr. Zu spät. Ich fühle mich irgendwie komisch. Oh, was ist denn hier los? Was ist mit meinem Gesicht passiert? Sieht aus, als hättest du zu viel Augen gegessen. Nur ein Chipsstück? Schaut mal, habt ihr jemals 100 Packungen Chips gesehen? Ha, da hat aber jemand Pech gehabt. Das ist sicher. Ich kann das Ding nicht mal heben. Was hat sie vor? Ich brauche ein Vergrößerungsglas. So kann ich das Ding endlich essen. Ich hab's geschafft, das Ding hochzubekommen. Ich werde versuchen, den Genuss in die Länge zu ziehen. Das war's wohl. Das war zu schnell. Das heißt, jetzt bin ich dran. Oh Mann, was für ein guter Deckel. Ich krieg ihn kaum ab. Na komm schon. Sieht aus, als würde jemand hungrig bleiben. Niemals. Ich werde das Ding noch öffnen. Schaut, ich hab's geschafft. Wieso hast du das Ding hochgeworfen? Das werde ich euch gleich zeigen. Oh, voll cool. Das verdient Respekt. Natürlich tut es das. Ich bin ein Meister im Chipsessen. Oh, mein Kopf. Ah, was für Sternchen. Ich glaube, die muss noch ein bisschen trainieren. Okay, das heißt, jetzt bin ich dran. Wir sind doch beste Freunde. Kannst du mir was geben? Aua, jetzt hör auf, die Dinger nach mir zu werfen. Tut mir leid, ich kann dich nicht hören. Ich glaube, ich lege mich noch mal hin. Das ist so gut. Ich krieg einfach nicht genug davon. Vorsicht, du hättest mich fast geschlagen. Das war's. So kann das nicht weitergehen. Au, das tut weh. Mann, ich habe richtig Glück gehabt. Ich zieh keine voreiligen Schlüsse.
geschieht ihr zurecht. Sie hat das bekommen, was sie verdient hat. Brokkoli, soll das euer Ernst sein? Und ich habe nur einen Kern oder einen Samen. Was soll ich damit machen? Keine Ahnung, ich probiere es einfach. Igitt, ich kann das Ding gar nicht kauen. Was hast du vor? Ich denke, ich muss den Samen pflanzen. Uns mit Erde voll zu werfen. Schluss damit. Ich muss ein tiefes Loch graben. Wegen dir sind wir voller Erde. So, genau wie mein Samen. Ich bezweifle, dass daraus was wird. Das werden wir noch herausfinden. Und du kannst so lange dein Brokkoli essen. Das riecht voll eklig. Ich hasse Gemüse. Das ist voll ungenießbar. Gut, dass ich die kleinste Portion bekommen habe. Hey, you. Ach, ich muss dringend was trinken. Gut, dass ich eine Cola habe. Ich fühle mich gleich viel besser. Oh, gib das mal her. Ich muss meine Pflanze gießen. Die braucht Feuchtigkeit. Na, hat's dir geholfen? Oh, meine Pflanze fängt an zu sprießen. Niemals. Super. Jetzt musst du das Ding aber probieren. Guten Appetit. Oh Mann. Ich wusste gar nicht, dass das so enden würde. Besser hätte ich gar nichts erst angebaut. Ich mag keinen Brokkoli. Außerdem bist du jetzt voller Erde. Ich hab's geschafft. Jetzt bist du dran. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Schaut mal, da ist ein Vogel. Ah, die haben mir tatsächlich geglaubt. Die sind so leicht zu täuschen. Mit diesem Brokkoli. Mia, du wolltest mich wohl austricksen? Niemals. Ich fange die Dinger auf. Das war's, ich bin fast fertig. Nur noch ein kleiner Bissen. Und wie sieht's mit dem Rest aus? Den habe ich extra für dich aufgesammelt. Oh Mann, mein Plan ist gescheitert. Na los, lass dich nicht ablenken. Skittles, voll super. Jemand hat die kleinste Portion bekommen. Das klingt traurig, aber ich habe nur ein Bonbon. Verliererin. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich weiß, was zu tun ist. Wozu brauchst du ein Handy? Das werdet ihr gleich sehen. Ich muss mein Bonbon ein bisschen vergrößern. Wow, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ich habe immer noch ein Bonbon, aber das ist um einiges größer. Wow, so ein Bonbon hätte ich auch gerne. So, jetzt bist du dran. Los geht's. Ich habe auch einen tollen Plan. Ich werde die Dinger mit dem Mund auffangen. Völlig daneben. Nichts. Mach dir nichts draus. Ich habe mir was Besseres ausgedacht. Hey, hör sofort damit auf. Das sind meine Süßigkeiten. Ich werde die selber essen. Mit welcher Farbe soll ich anfangen? Oh, es gibt so viele. Mit der hier? Oder lieber mit der hier? Ich weiß, was zu tun ist. Was zum Teufel ist das denn? Noch verstehe ich es nicht, aber die hat eindeutig was vor. Das ist so eine Art Lotterie. Die wird mir sagen, mit welcher Farbe ich anfangen soll. Und was bedeutet das orangene Bonbon? Nur eine Sache. Ich weiß, was ich wählen soll. Die orangenen Skittles. Na, schmecken sie dir? Total. Und mir ist egal, in welcher Reihenfolge ich die Dinger esse. Kann ich auch an der Lotterie teilnehmen? Mal sehen, was da drin ist. Wow, du hast die Glückskugel gezogen. Ich habe so lange von so einem großen Bonbon geträumt und endlich ist mein Traum wahr geworden. Schaut mal, da sind noch mehr Skittles drin. Kannst du uns was abgeben? Okay. Bitte, bitte. Aber sicher doch. Schließlich sind wir ja Freunde. Dankeschön. Lecker Schmecker. Uns erwartet eine Challenge. Mit Torten. Cool, lass mich anfangen. Gerne. Mal sehen, mit welcher Zutat ich meine Torte dekorieren kann. Wie lange will dieses Rad sich eigentlich noch drehen? Ich mach die
Augen zu und stoppe es. Hey, what's the matter with you? What? Was? Wasabi? Ich hab von was Besserem geträumt. Come on! Nee, jetzt bist du dran, das Rad zu drehen. Ich hoffe, wenigstens hab ich Glück. Wow! Der Pfeil ist direkt in der Mitte. Das heißt, dass ich beides bekomme. Das sind Kinder Bueno und Nutella. Und das Beste daran ist, dass ich beides auf meine leckere Torte packen kann. Ich liebe Nutella. Aber wie lässt sich die Creme gleichmäßig über den Kuchen verteilen? Genau. Hey. Oh. Was hat sie vor? Ich brauche ein paar Werkzeuge. Ein Spatel sollte mir helfen. Das sieht so köstlich aus. Diesen Kuchen würde ich auch gerne probieren. Das ist noch nicht alles. Jetzt kann ich die Schokolade noch mit dem Roller gut verteilen. Pass mal auf. Und jetzt kommen noch die Schokoriegel dazu. Erstmal die Verpackung loswerden. Und dann kann ich mich an die Arbeit machen. Wow! Es ist sehr wichtig, die Maße nicht zu verwechseln. Okay. Deshalb benutze ich ein Maßband. Alles hat die perfekte Größe. Jetzt kann ich die Torte mit den Schokoriegeln umranden. Hey, worauf wartest du noch? Okay. Du hast noch 2 Tuben Wasabi. Die riechen sogar scharf. Aber ich werde beweisen, wie mutig ich bin. Wasabi kann mir doch keine Angst machen. Jetzt muss ich den Wasabi über den Kuchen verteilen. Kann ich deinen Spatel verwenden? Ich glaube, mir wird das nicht stören. Oh, da ist sogar noch etwas Nutella übrig. Erledigt. What? Natürlich werde ich den Spatel nicht waschen. Mia kriegt etwas Wasabi hinzu. Seltsam, wieso ist die Schokolade grün? Ist das Wasabi? Kate, du solltest dich schämen. Wie konntest du das wagen? Du hättest mir fast ins Auge getroffen. Come on! Das war's. Genug geredet. Zeit, das Ding zu probieren. Ich glaube, Kate hat den Verstand verloren. Wünscht mir Glück. Ew, gross. Na, wie ist es? Jetzt will ich auch was von der Torte probieren. Ich bin mir sicher, das wird einfach magisch gut. Ich hatte recht. Das ist der beste Kuchen, den ich je probiert habe. Ich kann einfach nicht aufhören. Das ist eine echte Schokoladenbombe. Schokoladenbombe. Ich hingegen kann meinen Kuchen nicht wirklich essen. Das brennt ja richtig. Oh nein, mein Mund verbrennt gerade. Ich brauche dringend was anderes. Ich brauche noch mehr. Ach, dass du wegkommst. Als Strafe kriegst du noch dieses kleine Rad hier. Okay, schlimmer kann es eh nicht werden. Oh nein. Bloß keine Eier. Ich hasse Eier. Das geschieht dir zu Recht. Ich glaube, du musst die Eier nicht unbedingt auf den Kuchen geben. Wie wär's mit einer Eierdusche? Das ist furchtbar. Ich bin völlig nass. Das wird köstlich. Mia, warum schläfst du? Ah ja, genau. Oh ja, ich krieg Bonbons. Und was bekomme ich? Futter? Aber ich bin doch kein Hund. Du musst das Futter aber essen. Und auf mich wartet ein ganzes Fass voller Leckereien. Hey! What? Awesome! Ich habe noch niemals bevor Hundefutter probiert. Aber vielleicht schmeckt es ja. Ich mach noch nicht einmal die Packung auf. Ach so, das ging so.
Oh no! Ja, das stinkt ja richtig. Meine Bonbons gefallen mir richtig gut. Die sind so schön sauer und lecker. Die gehören auf meine süße Torte. Die werden den Geschmack super ergänzen. Erstaunlich, das sieht klasse aus. Awesome. Jetzt will ich aber was probieren. Oh, das sieht ja schön aus. Mm, die Säure kann ich spüren. Das gefällt mir. Kate, hör auf, mich anzustarren. Iss deinen Kuchen. Na, ich will die Packung nicht einfach umkippen. Das wird zu viel sein. Eine Handvoll wird reichen. Awesome! Das ist gut. Oh nein, du musst alles damit bestreuen. Okay. Ja, wieso bist du so gemein? Oh no! Na, bist du glücklich damit? Jetzt esse ich diesen Kuchen mit Hundefutter. Ich hoffe, ich muss von der Torte nicht kotzen. Oh. Hey, you. Oh, das ist ja mega eklig. Oh, hallo, wer bist du denn? Du kommst gerade rechtzeitig. Schau, wie viel Futter ich habe. Was ist hier los? Wo kommt der Hund her? Ich bin allergisch gegen Hunde. Mach, dass du wegkommst. Die ist ganz schön gemein. Na gut, wenn Hunde das essen können, kann ich das auch essen. Nein, ich kann nicht. Was jammerst du? Oh, meine Süßigkeiten sind auch mega sauer. Sogar viel zu sauer. Zu schade, dass ich kein Handy hier habe. Ich würde ein Foto von dir machen. Nun, wenn du dich jetzt eh nicht bewegen kannst, dann kann mein Hund natürlich die Torte probieren. Schon wieder dieser Hund. Du hast schon wieder gegen die Regeln verstoßen und nicht das gegessen, was du bekommen hast. Du bekommst ein Bestrafungsrad. Oh no! Nein, bitte nicht. Okay, ich muss es eh tun. Oh nein, das wird mein Make-up ruinieren. Das wird sicher lustig. Oh, jetzt muss ich mir mein Gesicht waschen. Ich finde, das steht dir. Wie eklig.